Leute, zurück bei Grid mit der neuen Woche und ja, heute ist wieder Montag, das heißt, es geht weiter mit dem Paris Night Rush. Auf geht's. Der Audi hat mir sehr gut gefallen, den nehme ich auf jeden Fall wieder. So, Avenue de New York ist das Ziel. 5 Runden Rennen. Ach du Scheiße, was ist das für ein Rennen? Okay, es ist eh nur ein Rennen, ne? Also es ist wirklich nur diese 5 Runden. Bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, wie die Zeiten waren. 2 Minuten irgendwas, glaube ich, waren die fast. Es war 15 Uhr. Na gut, dann fahren wir die fast 10 Minuten. Oh, Paris! Zeit für ein Rennen. Kristen, was muss hier bedacht werden? Ich schätze, manche Fahrer sind in einer besseren Form als andere. Doch bei der Grid World Series ist schließlich alles möglich. Warten wir es ab. Danke, Kristen. Ich freue mich schon auf das Rennen. Und das gibt's nur hier bei der Grid World Series. Ja, das haben wir doch. Wir stehen gut mit dabei auf Platz 14, also ziemlich am Ende des Feldes. Kommen relativ gut weg vom Start. Ich versuche mich da mal irgendwo mit reinzuklemmen in die Lücke. Dankeschön fürs Platz machen. Six Out, das haben wir schon kassiert. Jetzt versuche ich da vorbeizusitzen. Die Band habe ich nicht gesehen. Aber egal, besser. Platz 7. So, die junge Dame, die jetzt hinter uns gefahren ist, ist sie wohl zweiter Dritter geworden in der Gesamtwertung. Nee, ich dachte, ich komme da außen irgendwo vorbei, weil da jetzt was offen ist. Aber es reicht zumindest, um noch ein Auto zu funktionieren. Das heißt, ja, Platz 5 jetzt gerade. Die Wand war zu eng. Scheiße, 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 scheiße. Sorry, aber hey, bleib lieber auf Abstand, damit ja sich die Lage wieder beruhigt. Und einer möchte ich sehen, und das ist der Teamkollege. Scheiße, mehr, ey, diese Scheiße, 5 Runden haben wir die Zeit. Also haben wir ein sehr langes Rennen. Ja, welche eine Überraschung ist das? Absolut die Grütze von mir, wa? Das muss ich so zugeben, jetzt versuchen wir uns wieder ein bisschen was reinzukämpfen. Das, ich war so weit schön dabei, ey. Ich war 5. 6. Da habe ich im Tunnel die Wand nicht gesehen. Also diese Ecke da nicht gesehen. Das Gewinnen, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen, mit Sicherheit. Knaller hartes Rennen wird das definitiv werden. Sorry. Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft gerammt. Ja, das war aber auch nicht bewusst, dass ich es sehe. Ich wollte mich da kommen. So. Ich jetzt. Ja. Ja, das sind immer 90%. 90 Grad eng. Wir sind immer noch in der ersten Runde, ne? Ich glaube, da will jemand, der uns vorbei. Und jetzt wo schon? Wir sind jetzt auch gerade erst in Runde 2. Also okay, das hier ist deine Platzierung nach Runde 1. Lass uns etwas vorrücken. Ja, das ist mein Plan an der Sache. Total auf P13. Ich drücke mich mal irgendwie damit rein in diese Lücke. So, jetzt sind wir zumindest auf P11, also wieder mit voll in der Verlosung. So, jetzt ich weiß, dass ich mich angreifen kann. Die hat sich eben uns weggehängt. Es wird sehr eng mit der, wenn mit 2 Autos im Moment. Ja, das war zu weit. Aber die Position, die wir eben gerade gewonnen haben, wieder verloren. Was für ein Rennen, ey. Ja, gut, das ist. Der möchte uns nicht vorbeilassen. So, jetzt gehen wir mal vorbei an Mini, damit wir ein bisschen Luft holen können. Ja, wenn der Clio da vorne mal ein bisschen Platz machen würde, dann können wir auch vorbei.
fahren auf Platz 8, das heißt, ich will davor jetzt noch. Jetzt 4. Einer ist vorne weg. So, jetzt ist die Lücke ein bisschen da. Jetzt haben wir Platz 2. Jetzt müssen wir den Kollegen da vorne noch mit einkassieren. Da lag eine Schussstange. Das könnte auch da meine gewesen sein. Ich glaube, ich habe sie nicht mehr mit. Ja, der ist definitiv schon ein ordentliches Stück weit weg. Der kam auch eigentlich am besten so weit durch. Weil die sich alle bekriegen, kann einer vorne wegfahren. Und das ist er jetzt gewesen. Das ist schon wieder so der Audi, ne? Ach Gott. Ja, mit dem habe ich euch irgendwie schon gebettelt. Mit dem Nightwash. Oder zumindest mit dem Team. Ich glaube, das ist sein Teamkollege war. Gutes Tempo. Hol dir die Führung, bevor du Runde 3 abschließt. Ich versuche es. Ich bin ein bisschen weit dabei jetzt gewesen. So, Angriff innen. Nee, möchte er nicht. Jetzt haben wir. Na, jetzt wahrscheinlich wieder durchdrücken, oder? Nee, gut. Nur zur Entführung. Jetzt heißt es, die letzten anderthalb Runden noch halten. Will das nicht. Der Teamkollege mit hinten auf der 16 und Krebs. Habe ich keine Chance. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht reagieren da vorne. Nur bevor ich selber mich durchgekämpft habe, das Feld. Aber da war ich auch irgendwo ein bisschen mit dran beteiligt. Ich muss sagen, das ist mit meiner Schuld, habe ich mich echt versemmelt. Und da habe ich genau ein Auto und das ist mein Teamkollege. Ja, schade. Egal. Scheiß drauf. Runden zu fahren. Ja, 2 Minuten 13. Also wir sind am Ende bei 11 Minuten in der Folge. Dann haben wir noch eine Folge, dann machen wir das Ding durch. Thank you.
fahre jetzt gerade ziemlich souverän vorne weg. Ich habe gerade mal geschafft, auf Platz 15 gerade davon zu kommen. Also, ich bin direkt von der Spitze, vom Ende. So, wir sind in der letzten Runde, wir haben eine neue Bestzeit gesetzt, ja. Letzte Runde, bleib bis zum Ende in Führung. 2 Minuten 11 haben wir gefahren. Unser Ziel ist vom Spieler sagen, wir wollen jetzt der Dritter werden. Hier ist übrigens auch die letzte Runde schon für heute, liebe Leute. Also es ist so ein Rennen. Schade. Pace hat er wieder nicht gehabt. So, wir sind jetzt in der letzten Meter, letzte halbe Minute, dann haben wir das Ding durch. Wir haben eine sehr lange Strecke gehabt, 5 Runden. Das merkst du dann am Ende auch. So, okay. Aber wir können uns vorne wegsetzen. Die neue Bestzeit wird es definitiv nicht. Ist auch egal. Wir haben es geschafft, mit 11,5 Minuten am Ende das Ding nach Hause zu fahren. Acht Sekunden waren sie am Ende. Und dafür, dass sie die ganze Zeit dran waren, uns. Ja. Bloß den blöden, fiesen Dreher, den ich eigentlich meinem Teamkollegen da eine bessere Position gekostet habe. Das geht komplett auch auf mich. Das nehme ich mir so an. Aber das ist dann manchmal einfach so. Mir wurden auch schon Rennen kaputt gefahren, wenn ich ehrlich bin, aber mal gut. Ich habe mich nach einem Rennen in der Mutter mich, glaube ich, so weggehauen hat, dass ich mir doch irgendwie letzte Woche, ich glaube, Großbritannien war das oder so. Da habe ich das erste Rennen sehr souverän gewonnen, im zweiten Rennen haut er mich dann dermaßen weg, dass ich gar keine Chance mehr ins Rennen zurückzukommen. Naja, wie dem auch sei, wir sind durch für heute. Das ist auch gut so. Wir sehen uns dann morgen wieder mit dem. Oh Gott, 4 Rennen. Ernsthaft? Okay. Eternal Street Series Modified heißt das dann. Und das ist dann der morgen der grüne Abschluss. Bis dahin. Tschüss.